Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man das Weightless Wacky Rig bindet. Und das sind die Materialien, die ich brauche, um das Weightless Wacky Rig vorzubereiten. So, erstens brauchen wir einen wurmigen Köder. Hier haben wir einen Zoombait Trickworm. Dann haben wir hier zwei Gummiringe. Die Gummiringe brauchen wir, um dann den Haken richtig am Köder zu fixieren, sodass durch Bisse der Wurm länger auf dem Haken hält oder einfach auch auf dem Haken hängen bleibt, auch wenn Fische daran rumziehen und dran rumbeißen. Es kann nämlich sehr schnell passieren, wenn man den Wurm einfach nur raufhakt auf den Köder ohne diese Gummiringe, dass bei jedem Biss dann auch der Wurm weg ist. Und das kann auf Dauer teuer werden. Dann braucht man einen Haken, einen Wacky Rig Haken, oder man kann auch jeden möglichen anderen Haken nehmen. Es geht einfach nur um Haken. Ich habe jetzt hier einen Haken mit so einem Krautschutz. Das heißt, ich kann auch schön im Kraut damit die Barsche und die Fische aus ihrem Versteck locken, ohne Angst haben zu müssen, sofort mich zu verheddern. Und hier habe ich noch ein kleines Hilfstool, womit ich dann gleich diese Gummiringe wunderbar auf meinen Wurm raufkriege, weil sonst wäre das eine extrem nervige Fummelei, hier diesen Gummiring raufzuziehen bis zur Mitte hin und so weiter und so fort. Super nervig, deswegen habe ich mir hier so ein Tool mal besorgt. Jetzt führen wir das Ganze mal zusammen. Als allererstes werde ich die Gummiringe auf den Wurmköder ziehen. Dafür nehme ich hier mein Tool. Ich habe jetzt hier schon die Gummiringe auf dieses Tool raufgezogen. Hier. Und jetzt nehme ich einfach den Wurm und schiebe ihn hier in die Öffnung rein. Ungefähr auf der Höhe, wo ich dann auch die Ringe drauf haben will. So, ungefähr da will ich die Ringe drauf haben. Jetzt schiebe ich die Ringe einfach hier hoch. Und ziehe sie auf den Köder drauf. So, jetzt haben wir das Ganze auf dem Köder. Und was hier jetzt gerade passiert ist, das war Zufall. Und zwar haben sich diese Gummiringe schon überkreuzt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also meine persönliche Meinung, das Wacky Rig zu fischen, ist diese Gummiringe, also erstmal zwei zu benutzen, nicht nur einen. Und wenn man beide raufzieht, diese dann, was jetzt per Zufall passiert ist, dann im Nachgang nochmal zu überkreuzen. Denn dann kann man, und das ist jetzt der letzte Schritt, den Haken nehmen. Hier. Und wie gesagt, es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten und Meinungen, das Wacky Rig zu fischen. Und ich will mich da auch nicht rausstellen, zu wissen, welches das Beste ist. Es ist jetzt einfach nur so, so fische ich das Wacky Rig. Ich nehme den Haken. Und viele würden es jetzt so machen, dass sie den Haken längs zum Köder reinhaken. Nämlich so. Ich mache es jetzt einfach mal. So. Und bricht der Köder, der Haken ist längs zum Köder und würden das Ganze dann so fischen. Ich mache es andersrum, Entschuldigung, so, dass ich den Haken quer zum Köder setze. Nämlich genau da, wo die Kreuzung ist. Da setze ich den Haken rein und lasse ihn auf der anderen Seite der Kreuzung wieder raustreten und habe quasi eine Präsentation, die anders wirkt. Oder was heißt anders wirkt, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich die Bisse auf den Haken
der so quergesetzt wird, besser verwandeln konnte. Denn wenn ich den Haken wirklich seitwärts zum Köder setze, dann kommt der Fisch, nimmt den Köder, ich setze meinen Anhieb und ziehe ihm quasi den Wurm aus dem Maul. Also sprich, ich ziehe das Ganze einfach wieder raus, ohne dass der Haken direkt sitzt. Beziehungsweise die Chance, dass er sitzt, ist meines Erachtens nach geringer, als wenn man das Ganze umsetzt und diese Kreuzversion nimmt und ihn quer zum Wurm nimmt. Denn wenn jetzt der Fisch kommt und beißt, da habe ich ja jetzt schon Angst, dass ich mich sofort pieke, dann sitzt der Haken. Der Haken sitzt sofort. Ja, einfach, weil der Haken besser positioniert ist. Deswegen fische ich das Wacky Rig quer zum Köder und nicht längs. Das war's mal wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video auch auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da, wenn ihr es nicht schon habt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, Tightline, viele Grüße und bis bald, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.